Disclaimer: Es gibt nicht zu jedem Ereignis in der Geschichte von Warhammer die passenden Artworks. Damit ihr trotzdem etwas zu sehen habt, suche ich immer etwas raus, was mit der Fraktion oder dem Ereignis zu tun hat. Des Weiteren wird immer wieder an der Lore von Warhammer herumgeschraubt. Ich kann nicht alles von jeder Fraktion auf dem Schirm haben, sondern verlasse mich auf die Quellen in den verschiedenen Warhammer-Wikis. Falls es Unstimmigkeiten gibt, schreibt gerne einen Kommentar für die anderen. Und jetzt viel Spaß! Dieses Video wird präsentiert von Stack Games, dein Partner für Warhammer Tabletop, Bücher und anderen Hobby-Stuff. Check gerne die Links in der Beschreibung. Wir befinden uns jetzt im Jahre 0 und damit im ersten Millennium der Geschichte von Warhammer 40k. Das Zeitalter von Terra und damit ein wichtiges Zeitalter für die Menschheit beginnt. Das Zeitalter von Terra, in älteren imperialen Texten manchmal auch Zeitalter des Fortschritts genannt, ist die Epoche der Menschheitsgeschichte zwischen dem 1. und dem 15. Millennium. Es ist die Epoche, in der sich die Menschheit später von einer einfachen Kultur des Eisenzeitalters zu einer sternenreisenden Zivilisation entwickelt. Der ursprüngliche Grund für die Nummerierung der Jahre ab dem Beginn dieser Ära ist, dass man glaubte, dies sei das Jahr der Geburt des alten religiösen Führers Jesus von Nazareth, der von der Menschheit längst vergessen wurde. Die Menschheit besitzt im Jahre 40.000 allerdings nur noch eine Religion, einen tiefen Glauben an den Gottimperator der Menschheit und seinen imperialen Kult. Während der langen Jahre des Zeitalters von Terra hat die Menschheit die Erde kulturell und technologisch dominiert. Viele menschliche Zivilisationen kamen und gingen während dieser langen Zeitspanne der heute größtenteils verlorenen menschlichen Geschichte. Die ersten drei Chaosgötter, Khorne, Sinch und Nurgle, wurden alle in dieser Ära im Immaterium geboren und entstanden alle zu verschiedenen Zeitpunkten während des europäischen Mittelalters der alten Erde. Ihr Auftauchen zu dieser Zeit war das Ergebnis der ständigen Kriege, des Wachstums hochentwickelter, frühmoderner Nationalstaaten und der anhaltenden Ausbrüche globaler Seuchen, die diese Ära prägten und die endgültige Bewusstseinsbildung der dunklen Götter förderte. Das Sol-System wurde schließlich kolonisiert, als die Menschheit im späten 2. und frühen 3. Jahrtausend die notwendige Technologie entwickelte, um die Erdumlaufbahn zu verlassen. Die Menschen kolonisierten zuerst den Mars und lebten auf den Monden von Jupiter, Saturn und dem Neptun. Der Mars wurde der erste Planet, der von den Menschen geterraformt wurde, als er von verschiedenen Industriekartellen besiedelt wurde. Der rote Planet wurde bald zum Synonym für technisches Know-how und wissenschaftlichen Fortschritt, ein Merkmal, das ihn für viele Jahrtausende prägen sollte. Es wurden fortschrittliche Kernfusions- und Antimaterie-Antriebstechnologien entwickelt, die es der Menschheit schließlich ermöglichten, interstellare Raumschiffe zu bauen, die andere Sternsysteme kolonisieren konnten. Die langsamen Reisezeiten dieser Schiffe bedeuteten, dass diese menschlichen Kolonien autark sein mussten, um zu überleben. Hilfe und Ressourcen von der Erde würden bei der Geschwindigkeit niemals rechtzeitig eintreffen. Am Ende dieser Periode und bis in die nächste Ära der Menschheitsgeschichte, das Zeitalter der Technologie, begann die Menschheit, die Sterne mit Raumschiffen zu besiedeln. Zunächst konnten nur nahegelegene Sternsysteme erreicht werden und die dort angesiedelten menschlichen Kolonien mussten als unabhängige Staaten überleben, da sie von der alten Erde bis zu 10 menschliche Generationen Reisezeit entfernt waren. Der sogenannte Stellare Exodus, der sich während des Zeitalters von Terra ereignete, ist eine schlecht verstandene Periode der menschlichen Geschichte, von der allgemein angenommen wird, dass sie den Großteil der ersten Vorstöße der Menschheit in den interstellaren Raum und die Entstehung der meisten der ältesten menschlichen extrasolaren Kolonien umfasst, die zu einem unbekannten Zeitpunkt in der Mitte oder am Ende des 3. Jahrtausends begann. Während des größten Teils des Stellaren Exodus hatte die Menschheit keine Kenntnis von der Existenz des Immateriums oder des Warp-Antriebs und war daher gezwungen, in großen Raumschiffen in einem kryogenen Winterschlaf zwischen den Sternen zu reisen. Dieser Zeitraum wird im Allgemeinen als Übergang zum sogenannten dunklen Zeitalter der Technologie um das 15. Jahrtausend nach Christus verstanden. Der Imperator hat während dieser Zeit und Ära auch schon auf der Erde gelebt. Aber außer Mythen und Legenden ist den imperialen Historikern nicht viel aus dieser Zeit bekannt. Man nimmt an, dass er im 8. Jahrtausend vor Christus in Anatolien geboren wurde und dann seine wahren Fähigkeiten und seine unsterbliche, immerwährende Natur verbarg,
während er im Laufe der alten Geschichte der Erde von Identität zu Identität wechselte. In jeder Gestalt war er stets bestrebt, das Los der Menschheit zu verbessern. Physisch, intellektuell und spirituell.